Hallo liebe Zuschauer und willkommen zurück zum Let's Play von Path of Exile Atlas of Worlds. Wir sind hier noch im Gefängnis und kloppen uns noch ein bisschen durch diese Scharen von Untoten. Ja, nicht gerade das Spannendste, aber nett. Gut, wir haben hier auch viele von diesen Barrels. Alles kaputt. Feuerballen. Ja. Einfach alles kaputt hauen. So. Oh. Naja. Nichts, was wir brauchen können. Wir haben irgendwo schon den Gang nach unten gefunden. Das müssen wir nochmals gut schauen. Da drüben. Aha. Dachte schon. Okay. Ein bisschen besser erkunden könnten wir auch, aber. Nein, wir gehen jetzt nach unten zu Brutus. Ja, wir haben schon eine recht gute Feuerball. Witch, nicht Tussi. Nein. Gemacht und. Jetzt. Okay. Ich komme zu dir, du Böse. Die Piety. Oh, leider können wir nicht mehr schnell rennen. Der Trank ist alle, aber wo ist sie hin? Hier scheinbar nicht. Die Sampler-Rob möchte ich auch noch mitnehmen. So, schauen wir mal. Überall Gerümpel, aber keinen Weg. Na? Brutus. Wenn die Piety nicht da ist, dann kommt mal Brutus. Ja, ich mag Brutus. Ja. Aua. Oh. Nervig. Du machst mir keine Angst. Der Brutus ist einfach stark, aber ja, wir schaffen es ganz knapp. Mann, der übertreibt! Was ist denn los? Weg da! Gut. Haben wir auch geschafft. Dankeschön. Jetzt müssen wir das ablegen. Ja, aber. Mitnehmen. Da. Ja. Nichts Gescheites, hä? Nehmen wir das nochmals mit. Das mit. Das noch mit. Ja. So. Okay, sonst haben wir nichts mehr gescheit. Gut, dann gehen wir weiter. Ich glaube, man kann das auch besser so machen. Abkürzen. Und dann irgendwie kurz den Waypoint. Ja, der ist schon aktiviert. Gut. Steht das Neues? Nö. Dann mal kurz Sachen verkaufen, die wir nicht brauchen. Lass ich mal.
So. Dann schauen wir mal 7 zu allen Attributen. Ja. Hä? Was ist denn los? Naja, okay. Jetzt weiß ich gar nicht, was ich heiß verkaufen soll und was behalten. So. Gut, ab auf Augmentation. Okay. Also. Ja, wir brauchen Clarity. Unbedingt, dass wir mehr Mana bekommen. Mana-Regeneration. So. Also. Armor. Zu On-Hand Weapon. Das bringt uns nichts. Ne? Und hier. Na, schauen wir uns nachher an. Und hier können wir jetzt die Gems noch nachkaufen. der hier. Unbedingt. So. Und, was bräuchten wir noch? Lightning Warp. Und, Firestorm gibt's noch nicht. Tja. Dann haben wir eigentlich alles, was wir brauchen können. Spätoten, ne? Gut. Also. Schaue ich mal kurz. Den muss ich hier irgendwo reinlegen. Sollen wir das machen? Wir haben keinen blauen unten Ding linked. Dann nehme ich mal hier rein und leveln. Lightning Warp tue ich mal hier rein und dann den mal zusammen. Wir haben jetzt genug Mana. So, und ich möchte gerne noch diesen hier. Den hier. Den reinlegen und den hier. Ja, da muss ich einen verwenden. Ja. Schon besser, hä? Ja. Müssen wir alles dann noch sortieren. Das mache ich dann mal nebenbei. Wie soll ich jetzt hier... Ich verliere 2 von diesen Sockel. So. Rein hier. Ich möchte die gerne noch zu einem Rare machen. Ein Shishit. Oh Mann. Wieso müssen die Spiele irgendwie kompliziert werden? Wieso? Sie sollen besser werden. Viel besser. Nicht kompliziert. Aber es wird irgendwie nicht besser. Tja. Cold-Resistenz. Wenn schon. Was ist denn das? So gibt's nichts Besseres. Oh Mann. Das ist eine Frechheit.
So, jetzt können wir das auch ausrüsten. Tja, bewahren wir das einfach auf. Ich habe keinen Bock, jetzt irgendwie noch Kopfkino zu machen. Another day in damnation. Ja. Der tut auch nichts aus. Ja, mit mir handeln. Dann halt. Gehen wir weiter. Ich möchte das aktivieren. Und Lightning Warp hier. Ja, ist relativ lange noch. Wieso ist das so lange? Frechheit. Weg das jetzt hier? Ah, selber wieder mal. Probleme. Immer Probleme. Einfach immer Probleme. Schwer Gegner. Die leicht sind. Sie sollten schwer sein, sind sie aber nicht. Gut. Was haben wir hier gehabt? Nichts. Ich will eigentlich alles erkunden. Ich will nicht so schnell vorwärts kommen. Ich bin halt einer, der nicht unbedingt alles super haben muss, sondern spannend haben muss und gut haben muss. Ich mag die Leute nicht, die ganze Zeit irgendwie welche Ligas stürmen müssen und so weiter. Das mag ich nicht. Auch, dass irgendwie zum Beispiel Minecraft die ganze Zeit immer Minispiele gemacht werden muss und so. Minecraft ist ein Bauspiel. Path of Exile ist halt ein Action-Rollenspiel. Kein Ligaspiel oder so irgendwas. Es ist einfach nur noch, ja, ich bin der Geister, ich bin der Beste. Sonst nichts. Bin ich ein bisschen schade. Also wer ein bisschen etwas anderes sehen will als immer das Gleiche, der kann bei mir gut etwas haben. Ich werde natürlich auch viel besser wieder, immer wieder. Schnell besser, aber mir fehlt halt das Geld und ja. Darum geht es ja eigentlich, dass ich mich einfach ein bisschen, ja, bekannter machen kann, muss, ohne Werbung. Und dann wird es besser. Tja. So, jetzt rede ich eigentlich ein bisschen komisch. Ein bisschen das Spiel wieder reden. Momentan ist hier viel los, aber gefällt's nicht so, was die Gegner da alles mit mir anrichten. So, wir haben ein Level Up wieder. Und ja, jetzt haben wir mehr Schaden, Cast Speed und Intelligenz. Können wir das andere Intelligenz auch noch dazu machen, aber es bringt es nicht so viel in diesem Spiel. Einfach schalten wir mehr frei. Also eigentlich müssten wir jetzt nach links hoch, aber ich möchte hier noch ein bisschen bleiben. Hier lässt sich gut leveln und ja, die Gegner sind zwar ein bisschen nervig, aber naja, komm ey. Ich nerv mich eigentlich nie. Und jetzt haben wir sie wieder entdeckt und sie macht einfach unser. Versperrt einfach unser Weg. Das geht mal gar nicht. Das ist unmöglich. So. Weiter geht's. Was macht ihr hier? Weg da. So, oh, noch ein, ey Gott, oh, was ist denn hier los? Die das gebufft, das Gebiet erschwert gemacht. Also eben, das Spiel geht für mich ein bisschen in die falsche Richtung.
Ich kann es jetzt gerade nicht so sagen, meine Konzentration ist auch im Arsch und so. Aber, ja, ich habe wieder Probleme mit meinem Unterzucker, also zu wenig Zucker im Körper. Und das macht mich extrem, ja, konzentrationsunfähig. Ja, was soll ich reden? Ja, viel Feuerresistenz ist hier nötig und Blitzresistenz. Das ist ein schlechtes Gebiet. Ich bin einer, der nicht so gut resistent mich equippe. Schlechte Resistenz meistens haben wir aufgrund der guten Offensive, die ich haben will. Das Spiel muss immer, zwingt einem immer, volle Resistenzen zu haben. So, das ist nicht so gut für mich. Oh, Carving Knife. Okay, ein Messerchen. Mit Spell Damage hoffentlich. Seht ihr, wie stark wir schon sind? Wir müssen jetzt unbedingt eine gute Rüstung oder so finden mit dem richtigen Sockel. Gelinkt. Dann haben wir mehr Feuerbälle. So. Na gut. Hier haben wir nichts mehr. Ah, ist das schön. Schon ein gutes Game, aber ich will mich jetzt nicht auf das Negative herumhocken. Wir machen ein Let's Play, das soll Spaß machen und ja. Ich freue mich auf jeden Fall auf den Fortschritt. Auf den großen Fortschritt. Wenn wir dann auch die Gems haben, die werden schwer sein. Ich habe keinen Gem solchen gefunden in meiner letzten Liga. Dafür habe ich auch zu wenig gespielt. Viel zu wenig. Aber ich bin ja weit gekommen. Ich glaube 86 oder so. Das ist schon sehr weit. Oh, der Chris spielt auch mal wieder. Ich kenne ihn zwar nicht, aber habe ihn befreundet. So, der Gebietsboss ist da. Ich glaube, es gibt zwei hier, einen roten Schamanen noch. Den haben wir, glaube ich, nicht getroffen, oder? Hm. So, ja, offensives Zeugs, aber das ist eins, wo wir noch nicht haben. Nein. Fire Games. Aber wir haben sonst nichts. Jetzt müssen wir schauen. Wir müssen schauen. Nein, den Feuerball. 85. Ja, sie ist schwächer, hä? Jetzt müssen wir schauen. Ja. Das liegt auch an diesem Lightning Damage Support. Dass jetzt überall Support steht, verwirrt mich immer noch. Schon länger her, aber also seit dem letzten großen Patch. Ich komme einfach nicht nach. Das ist für die ganz Dummen. So, ja, jetzt müssen wir nach oben. Na gut. Jetzt haben wir auch dieses Clarity nicht mehr angehabt. Durch das Umequippen haben wir es ausgemacht. So. Hm. Und jetzt? Ist wenig los. Also manche Gebiete sind einfach zu lange leer und langweilig. Aber dafür sind viele Gebiete auch sehr interessant. Aber schaut, wie stark wir sind. Das ist geil.
Jetzt ist der rote Schaman irgendwo hier. Ganz rechts irgendwo. Ja, da ist er. So. Ja. Gut, Zorn. Nächstes Level up. Ja. Machen wir hier noch ein paar Mana-Zeugs. Wir brauchen hier Area-Effekt. Sehr schnell. So. Gut. Aua. Haben wir jetzt einen roten... Oh ja. Ja, wir müssen das umequippen. So, Feuerball. Support. Und hier. Nehmen wir 18 und 9, 27. 14. 20. 28. Magma ab hier rein und Up of Storm. Sehr schön. Ja. Dann haben wir hier so einen. Ja. So, nochmals Equipment. Jetzt können wir nochmal probieren. Ja, noch ein paar Minuten haben wir den Part. Das ist schön. Gut, gut. Jetzt macht ein Feuerball natürlich weniger Schaden, aber zusammen macht's dann... Ja, das will ich gar nicht wissen. Errechnen. Ah, oh, schön. Jetzt schaut das mal an. Ah, freut mich das. Ja. Streamer sind schon jetzt in Mercedes am Mappen, aber sind tot langweilig. Ich habe ein bisschen zugeschaut, die machen überhaupt gar nicht richtig. Ganz lange Pausen, immer Werbungen. Naja. Ich bin halt der Langsame und dafür der sehr Interessante. Und will es auch so viel interessant machen wie möglich. Dafür brauche ich auch eure Hilfe ein bisschen, aber... Ja, wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne mir ein paar Tipps geben und so weiter. Ja, auf jeden Fall macht es mir einen heiten Spaß, euch hoffentlich auch. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Dankeschön fürs Schauen. Und ja, die Monster wollen noch nicht, aber gleich. Ja, jetzt wollen sie sterben. Auf Wiedersehen. Tschüss.